herzlich willkommen zu Freaky Packt aus Metal, Leute. Ein Cut-1-Paket ist gekommen, und zwar die Bestellung von Beißel Pyrotechnik. Ich hatte nicht wirklich drauf geschaut. Ich dachte, es wäre ein Cut-1-Sortiment, aber es sind alles Party-Popper. Aber wie ich finde, ein sehr geiles Party-Packer XXL-Sortiment. Das Rocket Fun, ohne Rockets. das ist tatsächlich von Rubro. Wo steht's denn? Manchmal sollte man vorher schauen, wo es steht, dann hat man es schneller gefunden. Hier, Rubro. Wie gesagt, ich dachte, es wäre ein Cut-1-Sortiment, aber es sind leider nur Party-Poppers drin. Knallerbsen. Da oben sind zwei die Popper-Pistolen drin. Dann vier Party-Popper. Da steht sogar drauf, Party-Popper, Vulkane, aber halt mit Tischen, ne? Und dann etwas höhere, besondere, habe ich noch gesehen in dieser Form. Warum rede ich jetzt so komisch? Ich werde wieder schwäbisch, gell? Spesser. So komische, große, dünne, schlanke Fontänen, keine Ahnung. Aber was heißt Fontänen? Party-Popper halt. Mit Tischen nur wieder. Wunderkerzen. 16 cm, zweimal drin, nochmal Wunderkerzen, 30 cm, zweimal drin. Aber noch etwas, ja, Besonderes, oder wo man nicht so oft sieht, ich glaube in dem Predator-Pack ist das auch drin. Wunderkerzen in 70 cm Länge. Ja, in diesem Cut 1, das finde ich dann schon etwas Besonderes, gibt es glaube ich nicht so oft. Und halt einfach dieses ganze Sortiment finde ich irgendwie interessant. Aber halt alles Party-Popper-Zeugs, aber das macht ja nichts. Dann hat sich der Freaky seinen Hansdampf wieder geholt. Viermal Hansdampf. Ja, weil die sind richtig geil. Die gehen immer. Hansdampf braucht man ohne Menge. Ohne Menge. Jede Menge. Dann hat sich der Freaky von Panda bengalisches Feuer geholt. Auch ein sehr cooles Sortiment. Also geile Verpackung. Finde ich cool. Ich weiß nicht, kennt sich jemand aus? Ist das noch etwas älter? Wegen diesem Aktiv Hamburg Zeichen. Das kenne ich so nicht. In Blau. Ja, Violett, Purple, in Rot und in Gelb. Circa 90 Sekunden Brenndauer. Ja, schönes Sortiment. Oder schöne Handfackelverpackung, mein Gott. Gefällt mir sehr. Dann haben wir noch ein bisschen Gruselkisten. Die Wonder Cones. Drei Stück von Leslie. Hab ich noch nicht gehabt. Bin ich gespannt auf den Test. Der kommt auch in Kürze. Ne? Dann ja, eine Bonsai. Warum auch immer. Keine Ahnung. Dann die Strobokop von Geisha. Steht sie irgendwo drauf? Fuhrwerk. In Geisha steht es nicht mal direkt drauf. Doch, da. Natürlich steht es drauf. Wird getestet, gell? Dann die Ground Ninjas. Kennt man ja auch inzwischen, ne? Aber der Freaky hat sie noch nicht gehabt, deswegen wird's getestet. Dann einmal Glitzerregen von Nico. Habe ich auch noch nicht gehabt. Deswegen kommt es demnächst auch auf meinem Kanal. Nico Glitzerregen. Und dann noch einmal die Dino Power von Vego. Die hatte ich schon mal. Gibt's auch ein Testvideo auf meinem Kanal. Aber ich fand die recht gut und ich habe es einfach nochmal mitbestellt. Man braucht es immer so Zeugs. Cut 1 geht immer. Und dann ein recht schönes, großes Sortiment. Cut 1 von Geisha. Gefällt mir sehr gut. Ich denke, Snap King werden Riesenknallerbsen sein. Dann einmal Purple Lights, einmal Super Glitter. Sorry für die Spiegelung. Dann zweimal Green Stars oder irgendwas steht da, ich weiß nicht. Popper Stars, Popping Stars, irgendwas. Und noch zwei kleinere. Und diese Kinderfackeln. Wir brennen die alle ab. Die Kinderfackeln. Ja, finde ich recht schön, interessant. Kenne ich so noch nicht das Sortiment, deswegen habe ich es mir besorgt. Aha. Dieses Sortiment habe ich mir bestellt, bezahlt und eingekauft, genau. Na, also machen wir da mal schnell Übersicht. Eine nicht so ganz ordentliche. Ja, kann man doch was mit anfangen, würde ich sagen. Ne? Na dann, Metal-Leute. Tata.